ich habe jetzt versucht, mir ein einigermaßen nährstoffreiches Frühstück zu machen. Und da kommt jetzt noch ein bisschen von diesem Joghurt drauf und natürlich auch Nussmus. So, mein Porridge ist fertig. Es ist auch richtig schön geworden. Ich habe da versucht, jetzt so viele Nährstoffe, wie ich kann, reinzupacken. Weil ich bin nicht nur krank, sondern habe auch heute meine Periode bekommen. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich bin jedes Mal dankbar. Aber ja, es ist jetzt sehr viel auf einmal, weil ich auch so ein bisschen Unterleibsschmerzen habe. Ich bin krank, ich kann nichts machen. Aber ich glaube, mein Körper braucht einfach Food und Nährstoffe und ganz viel Ruhe und ganz viel Liebe. Und dann bin ich schnell wieder fit. Genau, ich packe euch das Rezept auch super gerne in die Infobox. Macht das gerne nach, das schmeckt einfach wie ein Kuchen. Ich habe gerade fertig gefrühstückt, hat sehr gut geschmeckt und ich fühle mich jetzt auch eigentlich ein bisschen besser. Also ja, das hat geholfen. Ich zeige euch noch kurz etwas, was ich euch empfehlen kann. Und zwar, wenn ihr krank seid, ich habe hier von DM diese Erkältungskapseln. Und das ist eigentlich Eukalyptusöl in so Kapseln. Also so sehen die aus. Und die kann man zum Essen nehmen. Und die wirken irgendwie total erfrischend im Hals und in den Atemwegen. Und das löst so ein bisschen den Schleim. Also ja, Eukalyptus-Erkältungskapseln kann ich euch empfehlen. Und ansonsten, was ich jetzt noch als Nahrungsergänzungsmittel nehme, was vielleicht auch ganz interessant ist für euch, nehme ich auf jeden Fall Eisen, weil ich ja jetzt meine Periode bekommen habe. Das unterstützt einfach ja meinen Körper, dass nicht so viel Eisen verloren geht. Dann Omega-3. Omega-3 wirkt auch sehr entzündungshemmend, also eben auch gerade, wenn ihr Periodenschmerzen habt oder wenn ihr krank seid, dann kann Omega-3 auch helfen. Und dann nehme ich noch Jod und Folsäure. Für alle, die vielleicht auch so unter Brustspannen oder Brustschmerzen leiden während der Periode oder auch vor der Periode, da kann Jod auch helfen. Deswegen nehme ich das noch und dann nehme ich natürlich auch Vitamin D, weil das auch ja immer wichtig ist. Genau, da könnt ihr ja mit meinem Code sparen, wenn ihr da was bestellen wollt. Es ist wieder einige Zeit vergangen und ich muss sagen, in der Zwischenzeit hatte ich mehr mit Periodenschmerzen zu kämpfen als jetzt mit der Erkältung. Also ihr wisst, was ich meine. Genau, und ich lag dann kurz flach, habe ein bisschen geschlafen, war jetzt noch mal kurz mit meinem Hund raus auf die Wiese. Vor unserer Tür ist eine Wiese, Gott sei Dank, da treffe ich auch niemanden, also alles gut. Und genau, ich habe jetzt hier noch Suppe von gestern, das ist eine Kürbissuppe, die werde ich mir jetzt ein bisschen warm machen. Und ich habe auch den Ofen angeschmissen, da kommt jetzt ein Brötchen rein, was ich mir aufbacke. Ja, mal gucken, was ich da drauf mache, vielleicht ein Spiegelei, ein bisschen Käse. Und dann war es das auch. Ich muss sagen, der Hunger hält sich sehr in Grenzen. Ich finde das voll schade, weil ich esse ja voll gerne. Und wenn ich dann nicht so viel Appetit habe, ist es ein bisschen blöd. Aber genau, das mache ich mir jetzt. Während mein Brötchen noch aufbackt, habe ich hier die Suppe schon warm gemacht. Wie gesagt, das ist einfach Kürbissuppe aus Hokkaido-Kürbis, Kokosmilch, ein paar Linsen, Gewürzen und Wasser. Genau, das war's. Ich habe einfach versucht, so viel Nährstoffreiches reinzupacken, wie ich konnte. Also auch die Kokosmilch für die Fette, dann Linsen für Proteine. Also so ein bisschen ein Gesundmacher. Lasse ich mir jetzt schmecken und dann mache ich mir danach das Brötchen. Ich glaube, das Brötchen ist so gut geworden, weil ich habe das ja im Ofen gemacht und es ist jetzt so richtig knusprig. Ich freue mich da jetzt so da rein zu beißen. Mhm. So muss es sein. Ja, Essen hat sehr gut geschmeckt. Ich bin jetzt auch satt geworden. Die Suppe ist nämlich echt, ja, die macht sehr, sehr satt. Das ist jetzt nicht so eine flüssige Suppe, die nicht satt macht. Das ist halt wirklich eine Suppe. genau, jetzt nehme ich mir noch so ein kleines Stück Schokolade. Das ist eine von Lindt, mag ich ganz gerne. Und dann entspanne ich noch ein bisschen, weil ich merke, die Energie, ja, ist ein bisschen tief. Hm.
Oh Gott, ist das der nächste Morgen? Ich sehe einfach nur todesmüde aus, aber für mehr Realität hier auf meinem Kanal. Genau, ich habe mir meinen Kaffee gemacht. Ich hatte auch schon eine Tasse Tee und habe mich gestern Abend nicht mehr persönlich gemeldet, weil ja, meinem Freund ging es auch nicht so gut und ich habe mich dann um ihn gekümmert. Ich hatte Periodenschmerzen des Todes. Keine Ahnung, warum das diesmal so schlimm ist. Vielleicht hat das auch irgendwas mit, ja, mit dem anderen zu tun. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir dann noch zusammen entspannt auf der Couch und ich hatte dann ein bisschen Hunger bekommen. Ich habe mir eine Cookie Dough Bowl gemacht und ja, bitte vergleicht euch jetzt nicht mit dem, was ich esse, weil es ist absoluter, nicht der normale Zustand bei mir. Ja, sondern einfach nur, wie ich halt bin, wenn ich krank bin. Genau, heute ist Sonntag, also heute ist ja eh nicht wirklich was los. Also ja, ich habe auch gar keine Termine oder so. Ich musste das alles verschieben, weil es ist halt, es macht halt einfach keinen Sinn. So, ich habe keine Energie, um in meine Coachings zu stecken und ich möchte auf jeden Fall den Mädels so das Beste immer mitgeben, denn das kann ich halt jetzt gerade aktuell nicht. Deswegen, ja, mache ich halt so kleine Sachen am Laptop, so E-Mails und so, aber sonst mehr, ja, geht einfach nicht. Ich schlafe auch ganz viel, deswegen, ja, die Tage sind langweilig und ich hoffe, dass das bald vorbei ist und ich schnell wieder gesund werde. Zum Frühstück habe ich mir einfach genau das gleiche gemacht wie gestern, weil mir das echt gut geschmeckt hat und das auch gut runtergeht. Genau, ich liebe zurzeit dieses Pistazienmus, aber das wisst ihr ja schon. Proteinpulver habe ich in Peanut-Geschmack genommen und dann diesen Vanillejoghurt mit Beeren. Das ist einfach, ja, perfekt. Apfel ist noch drin, Chiasamen, ein bisschen Hafermilch und ja, alles, was ich so zu Hause habe, wo ich Lust drauf habe, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich mache mir jetzt einen schnellen Snack und zwar einfach eine Dattel mit Nussmus. Ich würde auch normalerweise niemals nur eine Dattel essen. Aber ja, wie gesagt, der Hunger oder der Bedarf hält sich in Grenzen. Dann nutze ich dieses von Koro einfach. Ist auch schon fast leer. Also das ist wirklich das beste Erdnussmus von denen. Die haben ja verschiedene Sorten und ich habe mich da durchprobiert. Ja, das hier finde ich am allerbesten. Und genau, es geht doch nicht über eine gefüllte Dattel. Das ist auch einfach ein Träumchen. Schmeckt schön süß und ist auch perfekt für die Periodenzeit, weil die eben super nährstoffreich sind. Also gerade so Eisen und sowas enthalten die wirklich viel. Das lasse ich mir jetzt schmecken und dann, ja, werde ich mich wieder weiter ausruhen. Ich bin gerade dabei, etwas zu kochen. Und zwar habe ich einen Instant Pot, also einen Schnellkochtopf. Und da kann man halt super so zum Beispiel Eintöpfe, Curries und so weiter drin machen. Und ich habe da jetzt rote Linsen reingemacht. Da kommen da noch Kartoffeln rein. Ich werde noch Zwiebeln reinmachen. Und dann mache ich so ein, ja, so ein indisches, asiatisches Linsen-Kartoffel-Curry. Ich hoffe, das wird was. Ich habe dieses Rezept schon öfters gemacht, aber auch schon 2 Jahre her. Also ich habe das schon echt lange nicht mehr gemacht. Deswegen wird es mal wieder Zeit und ist ja auch perfekt, wenn man krank ist. So, da kommen jetzt noch passierte Tomaten und auch Kokosmilch rein. Also ich habe da jetzt nicht so ein genaues Rezept, sondern mache das halt einfach so ein bisschen, ja, so nach Gefühl, keine Ahnung, so die Hälfte. Und dann hier natürlich die ganze, weil die klein ist. So, und dann habe ich hier eine Currypaste. Die ist aus dem asiatischen Supermarkt. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe die schon 100 Mal nachgekauft. Genau. Da mache ich dann auch so nach Gefühl einfach rein. Genau, und dann natürlich noch Wasser. Ich gucke einfach mal, wie viel. Und dann rühre ich das gut um. Und dann kommt das so für, ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Minuten in den Schnellkochtopf. Also natürlich dauert das länger, der muss ja erstmal warm werden und danach auch den Druck ablassen. Also es dauert schon, ich würde sagen, ja, 40 Minuten ungefähr. Aber ja, in der Zwischenzeit kann man ja einfach was anderes machen oder sich ausruhen oder kurz rausgehen.
da muss man auch nicht aufpassen oder nicht umrühren oder so, sondern das ist halt einfach, der macht das von alleine. Ich kann mal gucken, ob ich so einen Topf noch per Amazon finde, dann verlinke ich den euch unten. Aber ansonsten sucht einfach nach einem Schnellkochtopf. Ist ein Lifesaver für sowas. Genau, so sollte das dann aussehen. Also mit den Linsen, das ist sehr, sehr cremig geworden. Ich hatte noch so ein paar Reste von Tiefkühlgemüse, die habe ich auch noch dazu gegeben. Und ansonsten Möhren, Zwiebel, Kartoffeln. Ja, und dann kommt das jetzt in den Topf und dann bin ich gespannt. Das Mittagessen ist jetzt auch schon ein paar Stunden her. Es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Ich habe ein bisschen mehr gegessen als das, was ich euch gezeigt habe, weil ich nehme mir dann auch immer noch so ein bisschen nach und hatte als Nachtisch einen Moritz, also einen Proteinriegel in dem Geschmack White Chocolate. Also der ist wirklich, das ist mein liebster Proteinriegel. Und ein paar Tassen Tee hatte ich auch. Also ja, wir haben uns einfach ein paar Serien reingezogen und auf der Couch entspannt. Da hinten steht Mr. Koda. Der muss jetzt einmal raus und das werde ich jetzt kurz mit ihm machen. Wir haben ja hier direkt eine Wiese und dann geht's wieder auf die Couch. Ich habe den Nachmittag über auch im Bett verbracht. Ich habe jetzt auch wirklich so ein oder zwei Stunden tief und fest geschlafen. Ich bin wach geworden und ich merke, dass ich Hunger habe. Ich frage mich, woher kommt das? Aber ich finde es auch toll, dass mein Körper mir das so zeigt. Das andere Problem ist, dass ich Bauchkrämpfe habe. Also ich glaube, das ist von der Periode. Die ist dieses Mal irgendwie besonders intensiv. Also ja, ist alles nicht so schön, alles zusammen zu haben. Und ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung, auf was ich Lust habe. Kennt ihr das? Also ich möchte was essen. Ich habe auf der einen Seite Lust auf irgendwie ein Brötchen mit Käse und Suppe wieder, weil ich davon noch welche habe. Oder mache ich mir halt direkt was Süßes? Ich weiß es einfach gerade nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Normalerweise würde ich sagen, ja, ich mache mir beides. Da kommt Koda, der kommt Hallo sagen. Aber ich weiß auch, dass ich gar nicht so viel Hunger, also ich habe schon Hunger, aber ich kann jetzt nicht so viel essen, wie ich normalerweise esse, weil normalerweise sieht mein Alltag ja auch ganz anders aus. Deswegen muss ich jetzt erstmal ein bisschen in mich hineinfühlen und gucken, was es wird. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich melde mich mal aus einer etwas ungewohnten Umgebung für euch und zwar, ja, dem Schlafzimmer. Ich liege nämlich schon im Bett und werde mich auch gleich hinlegen und schlafen gehen. Das ist das, aus dem mein Tag zum größten Teil besteht, wenn ich krank bin. Aber genau, ich hatte mich dann für die Suppe entschieden. Ich hatte eine Schale Suppe gegessen. Ich hatte dazu auch noch ein Brötchen, also anderthalb Brötchen mit eine Scheibe Käse mit Frischkäse und mit einem Spiegelei. Das habe ich euch nicht gefilmt, einfach weil ich zusammen mit meinem Freund gegessen habe und weil es ihm ja aktuell noch nicht so gut geht und ich will da nicht die Kamera auspacken. Deswegen, ja, ich bin ganz happy, dass es mir so langsam besser geht und dass ich auch vor allem heute so viel Appetit hatte. Ich habe nämlich auch noch so das halbe Eis gegessen, was ich euch auch gezeigt habe. Genau, einfach weil ich Lust hatte und ich fühle mich jetzt auch wirklich besser. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass es jetzt so langsam bergauf geht. Und genau, ich habe eigentlich die ganzen Tage immer versucht, so gut es geht, intuitiv auf meinen Körper zu hören. Also ich habe sehr, sehr viel geschlafen und allgemein, ich lag einfach nur rum. Ich habe gelesen, ich habe am Laptop was geschaut, ich habe ein Video geschnitten zum Beispiel. Also ich habe wirklich sehr, sehr viel Ruhe eingelegt und ich bin nicht spazieren gegangen, ich bin nicht irgendwie einkaufen gegangen, habe einfach nichts gemacht so und das wäre halt vor ein paar Jahren überhaupt nicht drin gewesen. Also ich hätte halt trotzdem irgendwie versucht, so ein bisschen Übungen zu machen, wo ich mir so denke, das ist total gefährlich, ne? Weil wenn man krank ist, dann muss man dem Körper Ruhe geben und auch so was das Essen angeht, wenn ich jetzt weniger essen würde, als mein Körper bräuchte, dann
würde ich ja alles falsch machen sozusagen, weil dann würde ich ja meinem Körper nicht die Energie geben, die er braucht, um gesund zu werden. Das heißt, auch wenn ihr krank seid, bitte esst genug und esst so viel ihr braucht. Und auch wenn Partner oder Mama oder Schwester weniger essen als ihr, wenn die krank sind, das ist doch total egal. Ich meine, ich esse jetzt mehr als mein Freund, wo ich mir auch so denke, wenn er halt gesund ist, dann isst er halt viel mehr als ich so, weil er ist ja größer und schwerer und auch ein guter Esser. ja, und jetzt esse ich halt wirklich viel, viel mehr als er. Aber ich höre da auf meinen Körper. Ich habe auch meine Periode jetzt. Und ja, da braucht der Körper einfach nochmal mehr Energie. Die bekommt er auch von mir. Ich denke, ich nehme euch auch nochmal morgen ein bisschen mit, obwohl die Tage ziemlich gleich aussehen. Aber genau, dann habt ihr auch mal einen Einblick in mein Leben, wenn es mir mal nicht so ganz gut geht. Aber morgen wird es wahrscheinlich schon besser sein. Ich möchte morgen auch einkaufen gehen, ein paar Sachen holen, weil ich am Mittwoch wegfahre. Und ja, ich möchte ja, dass mein Freund auch versorgt ist. Und genau, morgen steht auch ein Coaching an. Also das erste Coaching jetzt nach dem Urlaub. Ich freue mich schon sehr und genau, melde mich dann morgen wieder. Ja, mein Kaffee ist schon leer getrunken und ich wollte euch noch mal kurz zeigen, welchen Kaffee ich denn da immer trinke, weil ihr wisst ja, Kaffee und vor allem eben Koffein ist jetzt nicht so gut für die Hormone und gerade wenn ihr dabei seid, eure Periode wiederzubekommen oder auch sonstige hormonelle Beschwerden habt, wie PMS-Symptome, starke Perioden und so weiter, dann lohnt es sich da mal zu gucken, welche Alternativen es denn gibt. Und ich finde es super schwierig, eine koffeinfreie Alternative zu finden, die eben auch gut schmeckt, weil das war immer so mein Problem. Also ich liebe Kaffee, aber irgendwie, ja, hat das mich nicht so zufriedengestellt. Und ich bin dann auf No Coffee gestoßen und ich finde es ganz cool, weil die haben verschiedene Sorten, zum Beispiel auch Low Coffee mit 25% Koffein oder auch mit 75%, gibt es auch mit 50% oder eben auch komplett ohne Koffein. Das gleiche gibt es eben auch in der Espresso-Variante. Genau, und ich bin da wirklich hängen geblieben. Ich kann euch diese Kaffeesorten echt empfehlen, weil gerade auch morgens, wenn man so ein bisschen Koffein haben möchte, aber eben nicht die volle Ladung, dann macht man sich halt einfach einen mit 25% oder mit 50% und es ist dann direkt schon viel, viel besser für die Hormone. Also ich packe euch den Link dazu gerne auch in die Infobox, schaut da vorbei, also wirklich eine Herzensempfehlung. Wegen dem Frühstück, ich schwöre euch, ich würde euch super gerne andere Rezepte zeigen, aber die Cravings auf meine Carrot Cake Oats sind einfach real und deswegen mache ich mir das auch heute. Wenn ich dann jeden Tag diese Woche diese Oats gegessen habe, dann ja, ist es so. Also die schmecken auf jeden Fall super, Rezept in der Infobox, wie immer. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei, ne? Da teile ich auch ganz, ganz viele andere Rezepte und ja, die könnt ihr euch alle abspeichern und dann nachmachen, mir auch super gerne Bilder schicken davon, wenn die euch geschmeckt haben. Das freut mich immer sehr. Ich sag's euch, probiert unbedingt dieses Rezept aus. Wenn ihr das einmal gegessen habt, dann wollt ihr morgens einfach nichts anderes mehr. Also ja, ich habe es heute getoppt mit Kakaonips. Mal eine kleine Abwechslung, aber sonst ist es eigentlich wie immer, wenn es einfach so am besten ist. Ich habe jetzt ein bisschen am Laptop gearbeitet und werde mich jetzt mal auf den Weg zum Penny machen. Der ist direkt hier bei uns um die Ecke, weil ich ja noch ein paar Sachen für meinen Freund einkaufen möchte, weil er jetzt ja die Tage dann alleine ist, dass er nicht einkaufen gehen muss, weil er ist ja immer noch positiv und ich bin ja schon wieder negativ, also kann ich ohne Probleme rausgehen und genau, werde dann mal schauen, was ich alles so mitbringe und dann danach habe ich ein Coaching, freue ich mich auch sehr drauf, endlich wieder ein bisschen normaleren Alltag zu haben, weil das war echt schlimm die letzten Tage. Ja, ich bin zurück vom Einkaufen und habe mich ein bisschen
fertig gemacht zumindest. Dann fühle ich mich auch wieder wie ein normaler Mensch. Und habe auch gerade eine Story aufgenommen, wo ich euch erzählt habe von meiner neuen Masterclass. Es wird nämlich dieses Jahr nochmal die Masterclass Moonfood stattfinden. Und zwar geht es in dieser Masterclass darum, wie ihr euch im Einklang mit eurem weiblichen Zyklus ernähren könnt. Also ich bringe euch quasi das Prinzip der zyklischen Ernährung näher. Es gibt aktuell eine Warteliste, also falls dieses Thema dich interessiert, dann hüpf gerne in die Infobox und melde dich ganz kostenlos und unverbindlich in die Warteliste und dann bekommst du auch alle Infos als erstes mit. Und genau, da wollte ich euch noch ein paar Sachen zeigen, die ich eingekauft habe. Ich habe nämlich ein paar neue Sachen für mich entdeckt und bin mal gespannt, wie die mir schmecken werden. Ja, als erstes hier nichts Neues, aber viele Brötchen, weil Brötchenliebe. Dann habe ich hier diese Schoko Crispies mal mitgebracht. Die sind hauptsächlich für meinen Freund, aber ich glaube, ich werde davon auch welche essen. Dann zum Ausprobieren habe ich mal diese Tiefkühlpizza von der Penny Eigenmarke mitgebracht. Und auch diese hier, die ist auch neu für mich. Ich habe doch noch nie Pinsa gegessen, bin da mega gespannt drauf. Ja, ansonsten habe ich einfach nur ein paar Basics geholt, also so Joghurt und Gemüse und so weiter. Genau, ich mache mich jetzt wieder an den Schreibtisch, weil dann geht's auch schon ins Coaching. Nach dem Coaching jetzt bei mir jetzt noch ein letztes Mal Kürbissuppe. Das ist auch nochmal eine ordentliche Portion. Einfach die Leftovers und ein Brötchen mit Tomate und Mozzarella. Lasse ich mir es schmecken. Ich bin gerade dabei, meine Ofengemüse-Bowl zu essen und ja, ich mache da immer Walnussmus drauf, weil das einfach ein Traum ist, aber ich stelle mir ganz oft auch Frischkäse noch nebenbei, dann dippe ich das so rein, das zeige ich meistens nicht. Nochmal da einfach der Reminder, nicht alles, was ich esse, zeige ich euch, weil ich zeige euch das hier, weil das so ein bisschen so ein Rezept ist, keine Ahnung, aber dass ich hier zum Beispiel nochmal Salz stehen habe, genauso wie Gewürze und eben diesen Frischkäse, das zeige ich meistens nicht, weil das irgendwie so, ja, random ist, aber dann wisst ihr Bescheid. Meine Cookie Dough Bowl, die kennt ihr ja schon, also dazu muss ich nicht mehr viel sagen, sieht jetzt nicht wunderschön aus, aber ja, mit ganz viel Nussmus und Granola, also das ist wirklich so mein liebster Abendsnack. Es ist der nächste Tag und ich wollte mich unbedingt nochmal persönlich von euch verabschieden. Also ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst mir super gerne einen Daumen nach oben und auch ein Abo da. Das würde mich sehr unterstützen und auch sehr freuen. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte mit diesem Video. Denn ja, auch wenn man krank ist und es sehr nervig und sehr anstrengend ist, einfach nichts machen kann, braucht der Körper ja trotzdem Energie und die darfst du ihm auch geben. Also es ist wirklich das Allerschlechteste, was du machen kannst, wenn du krank bist und du gibst deinem Körper nicht die Energie, die er braucht, ja, hältst dich zurück beim Essen oder legst dir irgendwelche Verbote auf, weil das ist so mit das Letzte, was dein Körper jetzt gebrauchen kann, sondern er braucht jetzt ganz viel Ruhe und ganz viel Energie, um gesund zu werden. Und ich hoffe, dass es sich bei mir jetzt nicht noch weiter zieht. Also ich muss sagen, gestern hatte ich so ein kleines Hoch, da ging es mir wirklich besser. Aber heute geht es mir wieder ein bisschen schlechter. Deswegen ja, werde ich mich auch gleich wieder hinlegen und hoffen, dass ich bald wieder gesund bin. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.